drum laden wir euch alle ein. Drum laden wir euch alle ein, mit uns dorthin zu gehen. Spaß und Spiel und tolle Sachen, mal zum Weinen, mal zum Lachen. Das ist allen wohl bekannt, die gibt's bei uns im Märchenland. Schön vorsichtig. Ja, hat prima geklappt. Pittis Würfelturm ist stehen geblieben. Ei, Tachchen, Tachchen, ihr kleinen Fernsehkicker. Psst, leise sein und ganz besonders artig, so wie es Pitti Platsch der Liebe ist. Na ja, klar, es ist schwer und wie, aber Pitti muss ja artig sein, damit der olle Kobold Liederjan endlich verschwindet. Bloß er tut es trotzdem nicht. Dabei ist artig sein toll anstrengend und langweilig. Ach, du meine Nase. Na, endlich ist wieder mal was los. Bravo, mach nur weiter so, das ist lustig liederlich. Puh. Ach, wie herrlich liederlich. Oho, mein Freund, das liebe ich. Ja, ja. Bin selbst schmutzig niemals rein. Lass dir das ein Beispiel sein. Nein. Sieh mein rotes Zottelhaar, ich wasch's einmal nur im Jahr. Und die Nägel lang wie Krallen, mir besonders gut gefallen. Oh, du Ferkel, warte mal. Ha. Wenn ich mal die Nase putze, stets den Ärmel ich benutze. Wer genauso ist wie ich, rühmt sich stolz als liederlich. Ja, ja. Schau mich gleich noch einmal an, mich, deinen Freund, den Liederjan. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Du bist nicht mein Freund. Und Schuld an allem hast du. Herrlich liederlich. Puh, gemein bist du. Richtig gemein. Dabei lässt dich Pitti immerzu in seinem Schlafpantoffel wohnen. Wieso dein Pantoffel? Es ist meiner. Und Ordnung kann ich überhaupt nicht leiden. Sie ist mir völlig zuwider. Jawohl, ja, aber Pitti mag die Ordnung leiden. Ab sofort liebt Pitti die Ordnung sogar. Komm mal her, rein mit mir. So, da bleibst du jetzt drin. Nee, das könnte dir so passen. Pitti ist froh, dass er dich endlich hat. Da bleibst du jetzt auch drin, kannst du glauben. Lass mich raus! Nee, bleib mal schön drin. Und wenn Pitti Platsch der Kluge einen Strick findet, verschnürt er die Kiste für immer. So gemein wirst du doch nicht sein. Lass mich raus. Ich bin auch nett zu dir. Hast du schon oft versprochen. Und immer wieder bringst du alles durcheinander. Knack, 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 knack. Pitti, du hattest uns fest versprochen, nicht mehr so liederlich zu sein. Auweia, alle Spielsachen liegen auf der Erde, Nacknack. Das wollte ich ja nicht, Pitti Ehrenwort. Aber der olle Liederjan hat mich so geärgert, dass ich mit Bausteinen nach ihm geworfen habe. Genau so war's, kannst du glauben. Ach, hör endlich auf, anderen die Schuld für etwas zu geben, was du getan hast. Nacknack. Na, was ist? Willst du mir nun beim Aufräumen helfen? Ach, geht nicht, Schnattelchen. Pitti kann von dem Deckel nicht runter. Ach, das werden wir ja sehen. Nicht doch, hör auf, das Deckel muss zubleiben. Sonst hopst doch der Liederjan aus der Kiste. Hahaha, höchstens von der Kiste. Denn wenn hier einer den Namen Liederjan verdient, dann doch du. Auweia! Siehste, das hast du nun davon. Jetzt ist er frei. Hallo, ich begrüße dich. Ja. Einer ist so liederlich und so herrlich frech wie ich. Ja, schaue mich nur richtig an. Nee. Mich, den Kobold, Liederjan. Weg, Hilfe, Hilfe, weg du. Wie herrlich liederlich. Ich habe wieder eine neue Freundin. Naja, da muss ich aber staunen. Ausgerechnet, Schnatterinchen, deine Freundin. Na,
Mach dich lieber unsichtbar, so schnell du kannst. Unsichtbar? Ja. Ich denke nicht daran. Diese gelbe Schnabelkugel gefällt mir. Ja, aber du gefällst ihr nicht. Nein, los, verschwinde, löse dich in Luft auf, aber schnell. Das kleine Ungeheuer stand dicht vor mir, es hat mich angefasst. Du kannst es mir glauben, Mischka. Was? Siehst du, du bist ein Ungeheuer. Werde schnell unsichtbar. Na los. Ich denke gar nicht dran, wo es doch so herrlich liederlich ist. Aber Schnattchen, so ein Kobold gibt es doch, nicht. Doch, doch, doch. Und wie es mich gibt. Ja, den gibt's wirklich. Na, Schnattchen, wo ist er denn, der Lieder? Ja. Nun ist Pitti alles egal, kannst du glauben. Schaut mich alle recht gut an, mich den Kobold Liederjan. Werdet alle so wie ich, schmutzig, faul und liederlich. Ho, ho, das könnte dir so passen. So ein wie dich, den werf ich einfach aus dem Haus. Oh, wo ist der? Her mit dir! Wo bist du? Träum ich das alles nur? Ja, ja, das hätte dir Pitti gleich sagen können. Einen Kobold wie Liederjan wird man nicht so leicht los. Aua, aua, platsch, quatsch, nun drängel bloß nicht zu. Ich gehe ja schon, Liederjan. Ach, der hat sich nämlich in Pittis wunderhübschen Schlafpantoffeln eingenistet. Für immer? Ich fürchte ja, den werden wir nicht wieder los. Ist er krank? Steht ja so. Ach was, das macht er immer so, wenn einer aufräumt. Ordnung tut ihm weh. Pitti, was sagst du da? Ich sagte, Ordnung tut ihm weh. Ach, na klar. Darauf hätte Pitti Platsch längst kommen können. Ordnung ist sein größter Feind. Vielleicht werden wir ihn so los. Nicht nur vielleicht, Pitti, sondern ganz bestimmt sogar. Na, worauf warten wir dann noch? Naja, weißt du, ein bisschen leid tut es Pitti schon. Er hat sich so ein klitzekleines bisschen an den Liederjan gewöhnt, könnt ihr glauben. Ja, ja, Pitti. Liederlich sein ist ganz schön bequem. Denk an deinen Schlafpantoffel und an all das, was er schon angerichtet hat. Du hast ja recht, ein Liederjan hat bei uns nichts zu suchen. Knock, knock, knock. Ach. Hallo, Kobold Liederjan, schau dir mal das Zimmer an. Alles sauber und adrett, findest du das nicht sehr nett? Scheußlich, das finde ich scheußlich. Ordnung macht mich krank. Hallo, Kobold Liederjan, schau dir mal die Kiste an. Spielzeug ist jetzt ordentlich und rein gar nichts widerlich. Selbst die Krickelkrakel aus dem Märchenbuch sind ausradiert. Das halte ich nicht aus, ich muss hier raus. Lebe wohl, du Liederjan, sieh uns noch mal richtig an. Hast ab heute hier kein Glück, darfst niemals zu uns zurück. Abwarten, ein Versprechen geben ist leicht, es zu halten schwer. Oft gab's für mich so eine Wiederkehr. Nein, 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 wir halten unser Versprechen. Kannst du glauben? Den sind wir los. Naja, hoffentlich für immer. Ja. Na klar, ab sofort räumt jeder sein Spielzeug ordentlich weg. Ach, Jungs, jetzt haben wir uns aber eine Geschichte verdient, was? Na klar, na klar. Und Pitti wird es sich mal gemütlich machen. Wie ihr seht, hatte ich denselben Gedanken. Und schon geht's los. Ja. Es war einmal in einer kleinen Stadt. Sie war frei und unabhängig. Und zum Zeichen dafür stand auf dem Marktplatz eine Rolandsäule. Ihre Einwohner waren sehr fleißige Leute. Und dass neue Häuser gebaut wurden, war keine Seltenheit.
Eines Tages nun im Morgengrauen fuhren zwei Zimmergesellen hinaus in den Wald, um Bauholz zu schlagen. Der eine wurde Schlauer Fuchs genannt, weil er sehr klug war und rotes Haar hatte. Und der andere hieß der dicke Schwabe, weil er die Bequemlichkeit liebte und sich einen dicken Bauch angegessen hatte. Wo er ging und stand, war er von Hunden umgeben, denn er hatte immer etwas für sie in seinen Taschen. Die beiden waren unzertrennliche Freunde. Als sie schon zwei Bäume gefällt hatten und Hand an den dritten legen wollten, da hörten sie eine Stimme. Lasst mich raus! Lasst mich raus! Lasst mich raus! Lasst mich raus! Mach schon! Lasst mich raus! Lasst mich raus! Lasst mich raus! Lasst mich raus! Mach schon! Den zeigen wir für Geld auf dem Jahrmarkt! Dummes Zeug! Wer in Not ist, dem hilft man. Und zeigt ihn nicht für Geld auf dem Jahrmarkt. Du hast mich befreit? Ich danke dir. Aber jetzt musst du in die Flasche. Ist das der Lohn für meine Gutmütigkeit? Wer mich aus der Flasche befreit, muss selbst hinein. Das hättest du mir früher sagen sollen. Dann hätte ich dich stecken lassen. Wer mich aus der Flasche befreit, muss selbst hinein. Oder ich muss ihm den Hals umdrehen. Das ist so. Halt, halt! Lass mich doch überlegen. Wenn es denn sein muss, will ich mich schon dreinschicken. Nein, 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 nein. Ich weiß nur nicht, wie ich da hineinkommen soll. So etwas habe ich ja noch nie gemacht. Das musst du mir schon zeigen. Dummkopf! Nichts ist einfacher als das! Ich mach's dir vor! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben... Na, wer war nun klüger, Satan? Wer hat wen in die Flasche gesteckt? Du mich oder ich dich? Lass mich raus, lass mich raus! Ich will dich auch reichlich belohnen! Ich erfülle dir alle Wünsche! Deinen Lohn kenne ich. Zum zweiten Mal falle ich nicht da rein. Ich will schon dafür sorgen, dass du da nicht wieder herauskommst. Wir sollten ihn doch für Geld auf dem Jahrmarkt zeigen. Schlag dir solchen Unsinn aus dem Kopf. Komm, hilf mir lieber. So eine Dummheit, so eine Gelegenheit. Komm, fass an! Das nie wieder. Da hätten wir was davon. Maule nicht! So etwas geht nicht gut. Ich mach's doch.
aus. Lass mich raus! Das könnte dir so passen. Ich weiß was Besseres. Ich zeige dich für Geld auf dem Jahrmarkt. Was bist du doch für ein Dummkopf? Was sind schon die paar Pfennige, die du für mich bekommst auf dem Jahrmarkt? Wenn du mich freilässt, kannst du von mir haben, was du willst. Ich erfülle dir alle deine Wünsche. Nein, nein, ich weiß schon. Wenn ich dich freilasse, drehst du mir den Hals um oder ich muss in die Flasche. Keines von beiden. Ich erfülle dir alle deine Wünsche. Ich verspreche es. Schöne neue Kleider möchte ich. Bekomme ich die? Ja. Dazu eine große Kutsche. Ja, ja. Ein prächtiges Haus in der Stadt. Ja, ja, ja. Und immer gutes Essen. Ja, doch, ja. Und Gold. Viel Gold. Ja, ja, ich schwöre es. Also gut, schwöre es. Ich schwöre es. Mach schon. Es passiert dir ja nichts. Und nun, soll ich dir deine Wünsche erfüllen? Freilich. Gut. Wie du willst. Nur eine Bedingung ist dabei. Du darfst dich niemals in meine Angelegenheiten mischen. Durchkreuzt du nur einmal meine Pläne, hole ich dich um Mitternacht. Wenn es weiter nichts ist, bin ich einverstanden. Nie geträumt. Wenn du noch mehr von mir willst, ruf mich nur. Ich komme gern. Ihr den dicken Schwaben nicht gesehen? Nein. Hast du den dicken Schwaben nicht gesehen? Nein. Zuerst dachte ich, ich träume. Aber es war wirklich so. So und nicht anders. Hast du eine Ahnung, wo der dicke Schwabe steckt? Du weißt es nicht. Der sitzt doch in dem neuen Haus, das der Teufel diese Nacht für ihn gebaut hat. Was? Das ist doch nicht möglich! Ach doch! Mach auf! Aufmachen! Mach auf! Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden! Aufmachen! Mach endlich auf! Thank you.
Ach, du bist's. Ich gebe dir nichts ab. Ich will auch nichts von deinem Teufelsgeld. Sieh dir an, was du angerichtet hast. Ich war das. Du warst das nicht. Hast du den Teufel nicht freigelassen? Stehst du nicht mit ihm im Bunde? Komm raus hier. Wir wollen den Kerl wieder einfangen. Nein. Mir gefällt es hier. So gut ist es mir noch nie gegangen. Was bist du doch für ein schäbiger Kerl geworden. Dass du dich nicht schämst, nur an dich selber zu denken. Kein Hund wird mir ein Stück Brot von dir nehmen. Pfui Teufel. Das werden wir ja sehen. Du hast schlechten Umgang, mein Freund. Ich werde dich von ihm befreien. Er gefällt mir nicht. Rühr ihn nicht an. Ich warne dich. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Es kostet dich Kopf und Kragen. Ich muss ihn warnen. Hör mal, Fuchs, lass du mich in Ruhe! Halt! Unsere Abmachungen gebrochen und dich in meine Angelegenheiten gemischt. Um Mitternacht hole ich dich. Komm mit. Setz dich und iss ein Stück. Dabei können wir unseren Plan machen. Was habt ihr denn vor? Das erzähle ich später. Jetzt habe ich keine Zeit. Alles ist dicht. Wenn wir das Schlüsselloch nicht hätten, würden wir jetzt ersticken. Zehn. Elf.
So, die Vorstellung kann beginnen. Das nützt dir nichts! Ich kriege dich doch! Mach auf! Ich denke nicht daran! Du bekommst mich nicht! Versuch's doch! Ich drehe dir den Hals um! Komm heraus! Feigling! Komm heraus! Komm doch herein, wenn du kannst! Aber du kannst ja nicht! Ah! Du bist auch dabei! Umso besser! Hab ich euch gleich beide! Ich werde schon ein Loch finden, durch das ich kommen kann! Jetzt geht's euch an den Kragen! Ihr hinterhältigen Kerle! Ihr Spitzbuben! Ihr habt mich betrogen! Aber freut euch nicht zu früh! Einmal komme ich doch wieder raus, dann geht's euch an den Kragen! Wenn dich tatsächlich so ein Dummkopf wieder freilässt, sind wir alle mal stark genug, dich wieder einzufangen. Mach dir keine Hoffnung. Damit wäre meine Geschichte zu Ende. Und von euch, liebe Kinder, möchten wir uns nun verabschieden. Einen schönen Nachmittag wünschen Schnatteriedenchen, Mischka und Peti Platsch, der Ordentliche. Halt, 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 Momentchen, rennt mal nicht gleich weg. Peti möchte euch noch etwas Wichtiges sagen. Passt gut auf, dass der Kobold Liederjan sich nicht bei euch breit macht. Und in eurem Bettchen schlafen wir. Ja. Tschüss. Knack, knack.